Heute beim elektrischen Reporter: Pony-Freunde, Limonenverbreiter und Dachsteiger. Elektrischer Reporter. Ich habe Sie erwartet. Ich will ein Pony. Das ist ein Satz, der schon Generationen von Eltern das Fürchten gelehrt hat. Erleichtert sind die meisten dann, wenn sie merken, dass man die nach Kleinpferden rufenden Kleinen auch mit einer Folge der Animationsserie My Little Pony ruhig stellen kann. Im Internet hat sich derweil genau diese Serie in ein ausgewachsenes Phänomen verwandelt, wie unser erster Beitrag zeigt. Ponys sind im Allgemeinen sehr beliebt. Aber wenn sich ein erwachsener Mann als glühender Fan der Kinderserie My Little Pony outet, schrillen bei nicht wenigen Menschen erst einmal die Alarmglocken. Die Bronies, wie sie sich selbst nennen, kommen eigentlich aus dem Netz. Dort tauschen sie sich seit Jahren in Foren und Netzwerken über My Little Pony aus. Dank Leuten wie Sven Dahm breitet sich diese Fankultur jetzt in der physischen Welt aus. Aber der Vorsitzende der Bronies Berlin weiß auch, Bronies wie er haben ein Imageproblem. Als ich das erste Mal die Folge gesehen habe, dachte ich mir auch, das ist eine Kindersendung, das kann gar nicht lustig sein. Das ist nicht für mein Alter, das ist für Mädchen und vor allen Dingen erstmal nicht für Jungs. Sven Dahm kann inzwischen über solche Klischees nur lachen. Er vertraut ganz auf die Überzeugungskraft der Sendung, wenn er für sein Hobby angegriffen wird. Das ist irgendwie schwul, habe ich auch schon gehört. Aber spätestens dann, wenn sich die Leute die Sendung ansehen, und ich habe bis jetzt eine ganze Menge Leute dazu bekommen, dass sie sich die Sendung doch mal ansehen, spätestens dann stellen sie fest, so schlecht ist das gar nicht. Das macht Spaß. Die einfache Botschaft von My Little Pony, Freundschaft ist gut, Anderssein auch, kommt an. Mehr als 5000 Mitglieder hat inzwischen alleine das deutsche Online-Forum der Bronies. Und einmal pro Woche treffen sich die Berliner My Little Pony-Fans in einem Jugendclub, um sich auszutauschen. Über die Serie, über Fanart, aber auch über Persönliches. Und dabei fällt auf, dass das Grundprinzip der Serie, das Streben nach Harmonie, von den Bronies wirklich ernst genommen wird. Das macht's aus, dass die Community so groß ist, so stark ist und immer größer wird und dass sie sich vor allen Dingen so gut untereinander verstehen. Ich bin auch, sage ich immer gerne persönlich, mehr noch ein Fan der Community als der Serie selbst. Ich liebe die Serie, die ist klasse, aber die Community macht's erst zu was ganz Besonderem. Love and Tolerate, das offizielle Motto der Brony-Community, mag für Sven Dahm und die anderen Bronies die Essenz von My Little Pony sein. Für den Kulturwissenschaftler und Comic-Experten Florian Hadler steht die Serie vor allem für den schnellen Euro, für den Spielzeuggiganten Hasbro. Das Ganze ist auf einem wirklich billigen Produktionsniveau gemacht, wenn man so möchte. Aber natürlich ist es gerade dadurch eine bestimmte plakative Ästhetik, die wir auch eben aus dem Manga-Bereich natürlich kennen und auch aus der Werbung, wenn man so möchte. My Little Pony Friendship is Magic ist für Florian Hadler nicht viel mehr als ein Teil einer hocheffizienten Vermarktungskette. Letzten Endes darf man noch nicht vergessen, dass die Serie ja nicht produziert ist, um eine Geschichte zu erzählen, sondern eigentlich produziert ist, um die Figuren zu verkaufen. Und das zeichnet auch My Little Pony seit 1983 aus. Bei der Künstlerin Marie Kasurin werden aus den geschlechtslosen und industriell gefertigten Spielzeugpferdchen in detaillierter Handarbeit Ikonen der Popkultur. Ob Michael Jackson, Batman oder Pussy Riot. Sie alle werden dank Marie Kasurinen als niedliche Unpaarhufer wiedergeboren. Vom Erfolg ist sie beinahe selbst überrascht. Gerade Künstler aus meiner Generation arbeiten gerne mit Spielzeug wie My Little Pony, weil jedes Mädchen früher genau so etwas zu Hause hatte. Und auch alle Jungs kannten dieses Spielzeug. Deshalb reagiert man so emotional, weil es einen an die eigene Kindheit erinnert. Und wenn man damit spielt, verbindet man sofort Geborgenheit damit, Sicherheit, naja, eben positive Gefühle. Für manche ist My Little Pony popkultureller Müll. Für andere dient die Serie als künstlerisches Rohmaterial. Und die im Netz geborenen Bronies
ziehen aus den bunten Bildern und den einfachen Botschaften echte Gefühle von Gemeinschaft und gegenseitigem Verständnis. Denn eine kleine Zeichentrickserie kann eine ganze Welt sein. Und für jeden das, was er daraus macht. Die Freude und die Leidenschaft, mit der die Pony-Freunde die Pony-Medien teilen und verbreiten, wünscht sich auch so mancher Reklamemensch herbei für die von ihm beworbenen Konsumprodukte. Viral heißt das dazugehörige Adjektiv aus dem Reklamemenschen-Vokabular. Und genau darum geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Ich bin Thilo Specht und unterstütze Unternehmen mit strategischer Beratung für digitale Kommunikation. Wenn die Aufgabe von PR früher vor allen Dingen das Versenden von Botschaften war, steht heute auch die Beziehungspflege mit allen möglichen Anspruchsgruppen im Vordergrund. Dieser Aufgabe sind noch nicht alle Kommunikationsabteilungen gewachsen und das ist ein Grund, warum es Zongo Limone gibt. Sascha Lobo attestierte in einem tollen Artikel im November 2011 der PR-Branche einen Realitätsverlust, weil sie die Impertinenz besitzt, die sozialen Medien zu fluten mit irrelevanten Nachrichten und werblicher Ansprache. Und darin zitierte er auch die Unternehmenskommunikation eines fiktiven Unternehmens namens Zongo Limone, das jetzt ein neues Produkt auf den Markt gebracht hat, mit WLAN und cholesterinfrei. Ich las das und mir war klar, da musst du was tun. Ist nicht rational erklärbar, das war ein Impuls. Ich habe 5 Minuten gebraucht, um den Twitter-Account von Zongo Limone anzulegen und 15 Minuten, um in Photoshop schnell ein Logo zu entwerfen in Comic Sans. Ja, und schon ging es mit dem ersten Tweet los. Sinngemäß, hallo, wir sind jetzt da, bitte leitet mal viral an eure Follower weiter die Nachricht. Zongo Limone gibt es jetzt auch mit WLAN und ohne Cholesterin. Die Leute stiegen tatsächlich darauf ein, auf diverse Nonsense-Nachrichten und was mich komplett erstaunte und flashte, sie produzierten selbst Inhalte. Sie schufen die Marke Zongo Limone, sie gaben ihr Charakter und ein eigenes Gesicht mit allen möglichen Dingen. Es entstand eine Website, diverse Videos, eine Android-App, Comics und vieles mehr, sehr viele Nutzerfotos. Und das Ganze konnte nur entstehen, nicht weil Reichweite eingekauft wurde, sondern weil eine Idee da war, die sich in den Köpfen eingenistet hat. Zongo Limone entwickelte plötzlich so eine Dynamik, dass ich 8 Stunden am Tag nur das machen konnte. Und wenn du Familie hast und einen regulären Job, dann ist das damit nicht vereinbar. Nach 12 Tagen entschloss ich mich also, das aufzugeben, outete mich als Thilo Specht und die Reaktionen waren durchweg positiv. Eine der schönsten, endlich mal jemand aus Frankfurt und nicht aus Berlin, der uns an der Nase herumführte. Kommen wir nun vom Viralen zum WLAN. Kostenloses Funknetz für alle, das wünschen sich viele. Beispielhaft haben wir uns angesehen, wie es aktuell in Berlin darum steht. Auf dem Dach des Rathauses von Berlin-Kreuzberg. WLAN-Enthusiasten der Freifunk-Community montieren neue Datenfunkantennen. Sie verbinden mit ihrem gemeinschaftlichen Netz, dem sogenannten Berlin Backbone, die Berliner Kieze. Heute schließen sie wieder eine kleine Lücke. Das sind so 5 Kilometer ungefähr. Und wir haben eine gute Sichtverbindung dahin, das heißt, die Verbindung müsste gut funktionieren. Mehrere tausend Berliner haben mittlerweile Freifunkrouter zu Hause. Diese Geräte verbinden sich automatisch untereinander zu einem einzigen großen WLAN-Netz. Ganze Stadtteile können sich so wenige Internetanschlüsse teilen, in Berlin und anderswo. In Athen etwa existiert schon ein sehr engmaschiges Freifunknetz aus 5000 Hotspots. Und in den USA waren nach dem Hurricane Sandy solche unabhängigen WLAN-Netze für viele New Yorker die einzige Kommunikationsverbindung. Diese lizenzfreien Funknetze sind billig, robust und dezentral. Sie transportieren Daten auch ohne kommerzielle Provider. Das Netz einfach ausschalten, wie die Machthaber während der Volksaufstände in Syrien, das sei mit Freifunknetzwerken schwerer,
sagt Freifunkgründer Jürgen Neumann. Hinzu käme, dass das Netzwerk der mobilen Telekoms alles andere als ein freies Netzwerk ist und überhaupt keine Plattform für Innovation und neue Anwendungen bietet. Für den Ausbau ihres nicht kommerziellen WLAN-Netzes bekommen die Freifunker erstmals Geld von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Wenn auch in überschaubarem Rahmen. 30.000 Euro sollen dem Bürgernetz auf die Beine helfen. Auch der kommerzielle Anbieter Kabel Deutschland wird gefördert. Und zwar mit gut 300.000 Euro, denn in Berlin und Potsdam installiert Kabel Deutschland gerade 100 WLAN-Hotspots. Allerdings nach einem Konzept, das sich sehr von dem der Freifunker unterscheidet. Kabel-Deutschland-Kunden surfen in diesen Datenwolken völlig umsonst. Alle anderen fliegen nach 30 Minuten wieder aus dem Netz. Das Unternehmen begreift ihre Berliner Datenwolke hauptsächlich als Experiment. Dieses Pilotprojekt dient tatsächlich dazu, eventuell Geschäftsmodelle zu entwickeln und die als Vorbild zu nehmen, um beispielsweise auch in anderen Städten öffentliche WLAN-Netze anzubieten. Internetprovider, Bürgerinitiativen, Kneipen, Hotels, die Berliner U-Bahn und sogar Betreiber von Plakatwänden. Dank des Smartphone-Booms investieren viele Anbieter in öffentliche WLAN-Netze. Damit aber wirklich ein einziges berlinweites Funknetz entsteht, müssen diese WLAN-Inseln zusammenwachsen. Das wünscht sich auch die Politik. Meine Vision ist, dass wir am Ende wirklich eine gemeinsame Plattform haben, sodass man sich nicht auf 25 verschiedenen Plattformen anmelden muss, sondern dass es eine Plattform gibt, die, worunter jeder seine Insellösung auch umsetzen kann. Kooperieren müssen die WLAN-Betreiber noch aus einem anderen Grund. Um Berlin innerhalb des S-Bahn-Rings mit Datenfunk zu versorgen, wären geschätzte 100.000 Access Points nötig. Das schafft keine Initiative und auch kein Unternehmen ganz allein. Obendrein wäre es technisch recht simpel, unterschiedliche Netze miteinander zu verbinden. Kommerzielle Internetprovider wie zum Beispiel Kabel Deutschland müssten auf ihren Access Points eine Software installieren, die dafür sorgt, dass sich diese Access Points mit den restlichen Access Points aus dem Freifunknetzwerk automatisch verbinden. Es ist also keine Frage des Könnens, sondern eine Frage des Wollens. Ob Kabel Deutschland mit den Freifunkern will, will das Unternehmen uns allerdings nicht konkret sagen, aber zumindest auch nicht ausschließen. Generell sind wir aber durchaus an Kooperationspartnern interessiert, auch für dieses öffentliche WLAN-Netz in Berlin, sodass es da definitiv Synergieeffekte geben kann. Die Freifunker auf den Dächern Berlins haben es schon immer gewusst. Ihre Idee hat Zukunft. Wurden sie vor nicht allzu langer Zeit noch belächelt für ihre Selbermach-Attitüde, teilen inzwischen viele ihre Vision. WLAN für alle. Die Dächer sind das Wichtigste. Bärbel Bohley. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.